Jetzt folgt eine Anleitung, vorwiegend für Männer, wie man eine Maske handhaben kann. Stufe 1 ist, wo ist Ihre Maske? Hilft also immer. Gegen Coronaviren natürlich. Stufe 2, das Picknickkörbchen. Man geht also zum Frühstücksraum so. Dann können die Coronaviren hier Platz nehmen. Man trägt es in der Hand. Nächste Stufe, das Corona-Häubchen. Hilft also gegen Coronaviren von oben. So können sie nicht in den Kopf eindringen. Stufe, was habe ich jetzt, weiß ich nicht mehr. Egal. Kinnstufe. Also, die Coronaviren können nicht in das Kinn und in den Hals eindringen. Die nächste Stufe, Rüssel raushängen lassen, damit man besser Luft bekommt und die Coronaviren in die Nasenschleimhaut direkt eindringen kann. Und die letzte Stufe, die so wie es eigentlich richtig gehört, über Mund und Nase, das wäre der beste Schutz. Liebe Männer, 2/3 von euch haben diese Infektion nicht überstanden. Also es ist tatsächlich so, dass Männer häufiger daran auch sterben und mir wundert es eigentlich nicht, weil eben das ein Ding der Unmöglichkeit ist, diesen Mundschutz richtig zu tragen. Es gibt auch ein paar Frauen, die das so machen, aber ich glaube, das ist schon so richtig gemeint. Also wenn man ihn richtig trägt, schützt man andere und im Endeffekt, wenn es jeder macht, dann auch sich selbst und man hat ein besseres Gefühl. Also viel Spaß beim Tragen.